Willkommen bei der Foodshow und willkommen Big Bacon Raclette. Big Bacon Raclette, einmal in der normalen Form und einmal in der Chicken Form. Gibt es gerade ganz frisch bei McDonald's für 5,89 Euro pro Burger. Habe ich mir gerade ganz frisch geholt, ist also selbst gekauft, kein nicht gesponsert. Und ich bin gespannt, wie sie schmecken. Was das für gute Burger sind. Ich muss es nebenbei gerade einmal ablesen, also entschuldigt das bitte, aber es muss jetzt auf die Schnelligkeit auch ein bisschen gehen. Es sind auf jeden Fall Hüttengaudi-Burger, die wir auch von der Hüttengaudi kennen, oben mit dem Panade. Ich zeige euch die Burger gleich auch nochmal ein bisschen näher. Mit in der Bacon-Version, das muss ich jetzt einmal so jetzt ablesen, Rindfleisch, zarter Cheese-Taner, dazu feinrötiger Glättkäse, würzige Kartoffelsticks und Salzgurken und cremige Sandwich-Soße mit knusprigem Bacon. Den habt ihr dann mit 892 Kalorien. Das ist der gute hier. Also da habt ihr auch ordentlich Belag drauf. Ich denke mal, ihr könnt ja sehen, eine Nahaufnahme muss ich, glaube ich, bei dem Burger jetzt nicht so machen, wie ihr das jetzt von anderen Videos kennt. Ihr seht also die Salatsoße, ihr seht die Gurken, ihr seht diese kleinen Kartoffelsticks. Das könnt ihr euch vorstellen, wie diese Pommes, die ihr kaufen könnt in der Snacktüte, diese Kartoffelpommes. Dann kommt der Raclette-Käse. Da drunter, ups, jetzt fällt mir schon so eine Kartoffel runter. Da drunter ist dann nochmal der Cheese-Taler, also es ist Raclette-Käse und nochmal ein Käsetaler, also Käse mit Käse und Käse und Bacon und natürlich ganz normal den Beef. Und der andere, ups, ich probiere die natürlich gleich noch, ist an sich die gleiche Konstellation. Oh, hier kommt die Soße auch schon hinten raus, also sie sind gut mit Soße diesmal belegt. Genau das gleiche, 100%iges Hähnchenbrustfilet, genau, geht 1:1 durch, ist kein Unterschied, ist einfach nur mit einem Hähnchenbrustfilet. Seht ihr hier auch, ist auch wieder, glaube ich, gut belegt. Zusätzlich, ich hoffe mal, ich habe den Autofokus gerade eingestellt. Ja, habe ich. Ich habe den Autofokus für euch eingestellt. Meines Wissens. Ich bin jetzt gerade nicht sicher, nicht, dass ihr gerade so einen Auf und Ab habt. Wieder Käsetaler und dann kommt das Chicken. Wie schmecken die guten? Wir fangen dann mit dem Chicken an. Da beiße ich jetzt mal zuerst rein. Mächtig. Aber auch geil, muss man wirklich mal sagen. Also das Hähnchen ist vielleicht wieder ein Ticken zu trocken, liegt aber auch dran, weil ich die weitere Entfernung fahren musste. Aber geschmacklich. Schmeckt, der finde ich sehr, sehr gut. Man hat richtig was im Mund, man hat was zu tun, zu kauen. Der ist echt lecker. Also den kann ich empfehlen. Wenn das Hähnchen vielleicht noch ein Ticken saftiger wäre, okay. Aber wie gesagt, ich bin fast 10 Minuten gefahren. Da muss man das auch erstmal schaffen. Und jetzt kommt die Beef-Version. Der sieht natürlich noch geiler aus, weil hier noch der Bacon dabei ist. Da bin ich auch mehr drauf gespannt sogar. Schauen wir mal, was die Beef-Version kann. Da hast du so viel zu tun im Mund, du weißt gar nicht, wie du alles schmecken sollst. Die Soße ist auf jeden Fall mega. Ich hoffe, das könnt ihr ein bisschen sehen. Weitaus saftiger, merkt man so früh, dass es Beef ist. Schmeckt aber im Verhältnis dadurch komplett anders. Also beide finde ich echt lecker. Ich hoffe, versuche mal hier diese Gurke zu retten, weil ich gleich noch ein kleineres Video machen muss. Diese Kartoffelsticks kommen gar nicht so raus, finde ich vom Geschmack. Die sind relativ neutral. Jetzt ist der Stick auch schon abgehauen. Also die sind zwar einzeln, schmecken die nach was, aber so in der ganzen Kombination sind die gar nicht da. Die geben aber das gewisse Crunch-Gefühl, was ganz geil ist beim Essen. Also beide finde ich gar nicht schlecht gelungen. Also ich kann es euch hier nochmal zeigen. Also beide sind echt gut gelungen. Ich wüsste gar nicht, welcher für mich der bessere ist. Ich finde beide echt gut. Also selbst der Chicken ist lecker, obwohl es ein bisschen trockener ist. Der ist saftiger, schmecken aber an sich in der Kombination wirklich unterschiedlich. Würde ich aber beide mir wirklich nochmal kaufen. Ich bin jetzt ja kein riesen McDonald's-Fan, wie ihr das schon wisst. Oder vielleicht schon mal mitbekommen habt. Aber sind beide echt lecker gelungen. Und, soll ich sagen, probiert die mal aus. Gibt es ab sofort, also ab heute bei McDonald's zu kaufen. Für eine gewisse Zeit, bis die Hüttengaudi natürlich vorbei ist.
Aktuell gibt es auch noch eine Osteraktion, die startet, glaube ich, ab heute. Heute gab es zum Beispiel Big Mac für 1 €. Morgen gibt es, glaube ich, McDonald's Socken. Und das geht jetzt so weiter. Müsst ihr mal in die McDonald's-App schauen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich kann wirklich beide empfehlen. Also es ist nicht so schlimm, wie schon mal bei manchen Burgern, wo ich mir denke, die kannst du, finde ich, total widerlich. Die schmecken echt lecker. Empfehle ich weiter. Probiert sie mal aus. Wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt es hier in die Kommentare. Ach, Nährwerte erwähne ich nochmal zur Sicherheit. Nicht, dass ich es vergessen hatte. Ich habe es nur bei dem Bacon erzählt. Bei der Bacon-Version, also mit Rindfleisch, lag der bei 892 Kalorien. Bei der Chicken-Version liegt er bei 887 Kalorien. Die nehmen sich also beide nicht viel. Aber wenn ihr die beiden zusammen esst, habt ihr mal einfach knapp 1800 Kalorien zu euch genommen. Aber kann man mal machen. Also Auge zudrücken und läuft schon. Also viel Spaß beim Probieren. Ich hoffe, das Video konnte euch ein bisschen einen Eindruck geben. Und ich sage jetzt Dankeschön. Lasst einen Daumen nach oben da. Lasst ein Abo da. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.